Ich bin heute Abend mal kurz da, um euch Worte der Ermutigung zu sagen und der Ermächtigung und all das Zeug, was euch gut tut. Weil ich habe heute wieder so ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe festgestellt, dass es Macher gibt und Beobachter. Und ich weiß, dass wir so oft hören, wir müssen ein Macher sein. Wenn wir immer nur zuschauen, bringt das nichts. Aber ehrlich, ich habe beobachtet, das stimmt nicht. Heute zum Beispiel. Ja, so meine Freundin kam heute an und hat ein neues Hundespielzeug mitgebracht. Das ist so ein Gestell, wo Plastikflaschen drin hängen und die muss man umdrehen, damit Leckerli rausfallen. Und ich habe gerade zwei Wolfshunde da und die haben beide so unterschiedlich darauf reagiert. So die eine, Morgan, die hat gleich versucht. Erfolglos zwar, aber sie hat versucht. Ja, sie hat mir zugeschaut, was ich gemacht habe, hat es direkt danach versucht umzusetzen. Die andere, Emma, hat nur zugeschaut und hat, wenn ein Leckerli rausgefallen ist, es sofort als erste gefressen. So, sind wir Macher oder sind wir Zuschauer? Und ich kann das Beispiel noch fortführen. Ich habe zwei Söhne, die genau ähnlich sind wie Emma und Morgan. Lustig, oder? So, der eine war bekannt dafür in der Schule, in der er war, und er war in einer freien Schule, wo es eben keinen Unterricht gab, dass der immer nur da stand und zugeschaut hat. Ja, im Mathebereich, die Kinder haben gerechnet, die Betreuer haben irgendwelche neuen Methoden vorgeführt, wie man was ausrechnen kann. Mein älterer Sohn stand nur da, die Hände auf dem Rücken verschränkt und hat zugeschaut. Und alle haben gedacht, Mann, der macht nie was. Ja, der guckt nur. Und dann haben sie festgestellt, er hat alles aufgesaugt, er wusste alles. Ein paar Wochen später, wenn irgendein Kind Probleme mit irgendeiner Matheaufgabe hatte, ist er hingegangen und hat wortlos die Lösung gezeigt. Mein anderer Sohn ist ein Macher. Sobald er was sieht, was ihm gefällt, was er auch können möchte, fängt er an zu üben. So lange, bis er zufrieden damit ist. Ja. So, was will ich damit sagen? Ich will euch einfach damit sagen, gebt euch nicht zufrieden mit den Anweisungen, die ihr bekommt, mit den Definitionen, die ihr erfüllen sollt, mit dem, was ihr sein solltet, sondern beobachtet stattdessen, wie ihr funktioniert, wie ihr lernt, wie ihr erfolgreich sein könnt. Darum geht es nämlich. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt Macher und es gibt Zuschauer. Oder ich sollte eher sagen, Beobachter. Und wir werden sehen, wer am Ende den meisten Erfolg hat. Also wenn ich jetzt an Morgan und Emma denke. Ich bin gespannt, welche von beiden zuerst die Flaschen umdrehen kann. Ja, wer weiß. Und dann gibt es noch die Kombination. Vielleicht kennt ihr das auch von euch. Manchmal beobachtet ihr eine Weile, bis ihr ins Tun kommt. Ich kenne das so gut von mir. Im Augenblick bin ich eine Macherin. Im Augenblick, ich schreibe gerade mein nächstes Buch und ich kann es kaum erwarten, mich an den Computer zu setzen und weiterzuschreiben. Ich mache. Aber davor war eine lange Phase von, ich guck mal. Ich guck mal, was so kommt. Ja? Und in der Zeit, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich so viel Inspirationen bekommen, so viel Neues gelernt über mich, über das, wie wir funktionieren, dass ich jetzt den Impuls habe, darüber zu schreiben. Also, worum ich euch eigentlich bitten möchte, weil ihr wisst eh, es ist schön, wenn wir alle unsere Talente in die Welt bringen, weil dann wird die Welt vielfältig und wir können alle voneinander lernen. So, worum ich euch bitten möchte, ist, euch wirklich nicht zu definieren und klein zu halten in dem, was ihr gelernt habt, was ihr sein solltet. Zum Beispiel der Macher. Manchmal ist der Beobachter derjenige, der am Ende als Erster durchs Ziel rennt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und solltet ihr noch nicht in meiner Gruppe sein, Erfolgreich beginnt im Kopf, dann lade ich euch dazu herzlich ein, weil das ist eine Gruppe, wo ich finde, dass die Leute sehr respektvoll miteinander umgehen, dass sie würdigen, was der andere sagt und tut und wo sich alle über Erfolgsgeschichten freuen, wo jeder es wagt, seine Fragen zu stellen, ohne Angst haben zu müssen, blöde Antworten zu kriegen, sondern wo jeder bereit ist, dem anderen was Gutes zu tun und jeder bereit ist, sich mitzufreuen mit dem anderen. So, wenn ihr wollt, tretet ein in diese Gruppe. Erfolgreich beginnt im Kopf. Ich mache im Dezember einen Online-Kurs kostenlos dort.
zum Thema Vorstellungskraft und Magie der Frage. Das ist mein letztes Buch gewesen. Und ich sehe wirklich, dass wenn wir in der Frage bleiben können, zum Beispiel auch in der Frage, wie funktioniere ich, dass unser Leben dann so viel schöner und leichter wird. Ja, ich lade euch ein, Fragen zu stellen für euer Leben. Und wenn ihr mögt, kommt in die Gruppe und dann können wir schauen, wie wir gemeinsam Spaß haben dort. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Also nochmal, ob ihr ein Beobachter seid oder ein Macher oder eine Kombination, völlig egal. Ja? Wir wissen nie, was uns tatsächlich zum Erfolg bringt. Oder tatsächlich wissen wir es, wenn wir aufhören abzukaufen, wie wir sein sollten. So, danke fürs Zuschauen und ich sehe euch irgendwann irgendwo.